Hallo und herzlich willkommen zum Jugendimpuls im Monat Juli. Mein Name ist Stefanie Holz und ich bin die Bundesjugendsekretärin der IG Metall. In der vergangenen Woche tagte wieder unser Jugendausschuss. Digital, noch nicht in Präsenz, aber wir haben uns dort mit der Weiterentwicklung der Kampagne Organize sehr intensiv beschäftigt. Herausgekommen ist unser neuer Schwerpunkt Ausbildung besser und mehr. ABUM, wie er liebevoll auch schon von einigen Ehrenamtlichen getauft wurde, wird einen neuen Start hinlegen auf unserem Sommerkongress in 4 Wochen. Dort wollen wir endlich mal wieder auf Bundesebene ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen vernetzen und uns auf den heißen Herbst vorbereiten. Ausbildung besser und mehr. Das bedeutet konkret, dass wir 3 oberste Ziele haben. Zum einen wollen wir Ausbildungsplätze sichern. Corona hat dafür gesorgt, dass wir einen massiven Rückgang an Ausbildungsplätzen haben und dass es jeweils immer eine Zukunftschance, die dort verhindert wird. Das heißt, Ausbildungsplätze sichern. Zweites Ziel ist es auch, die Ausbildungsqualität wieder zu steigern. Denn auch da hat Corona wie ein Brennglas funktioniert und hat uns aufgezeigt, wo es noch viel zu tun gibt. Und drittes Thema ist auch die Übernahme jetzt durchzusetzen, gerade auch nochmal in Krisenzeiten, um da Sicherheit und Perspektiven für die jungen Generationen zu schaffen. Und das Ganze natürlich für alle Lernenden im Betrieb. Das bedeutet natürlich auch für unsere Dualstudierenden. Unsere Ziele können wir nur erfolgreich durchsetzen, wenn wir eine gute Mitgliederbasis haben und auch aktive und engagierte Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Die Organizerin Jane McAlevey ist bekannt dafür, große Massive Open Online-Kurse zu machen. Ich meine, sie hat gerade erst letztens wieder ihre Online-Lectures durchgeführt mit fast 10.000 Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern auf der ganzen Welt. Und Jane hat 2019 ihr letztes Buch rausgebracht, A Collective Bargain. Dieses erscheint nun erstmalig auf Deutsch. Unter dem Titel Macht gemeinsame Sache, Gewerkschaften, Organizing und der Kampf um Demokratie haben die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die IG Metall-Jugend sich diese Übersetzung genau angeschaut. Wir haben Vorwort verfasst und geben nun dieses Buch gemeinsam heraus. Janes Beispiele aus der Praxis sollen dabei Mut machen, sie sollen inspirieren und sollen euch zum Nachdenken und zu Diskussionen einladen, wie wir vielleicht auch die ein oder andere Methode in unserem gewerkschaftlichen Alltag mit einbauen können. So, mit diesem Lesetipp verabschiede ich mich jetzt bis zur August-Ausgabe unseres Jugendimpulses. Dieser wird natürlich wieder am 1. August dann erscheinen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit. Lasst gerne wieder Fragen, Wünsche oder Anregungen in den Kommentaren da oder schickt eine E-Mail an jugend@igmetall.de. Ich freue mich drauf, wünsche euch alles Gute und bis bald.